Jo, moin, Leute, was geht? Die Kartenwelt ist mit einem erneuten Video für euch am Start. Und zwar mit der Classic Tin bzw. Big Tin von der UEFA Euro 2020-2021 Kick-Off Edition von Panini. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Wie immer, mir geht es sehr gut. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Unboxing. Ja. Das Ganze kostet 9,99 Pfund. Darin sind enthalten 5 Päckchen, eine Limmy, ein Online Game Coin Card, eine Euro Top Master Karte. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass hier 3 Limited Editions drin wären, aber in dem Fall ist es nicht so. Ja, dann würde ich sagen, reißen wir hier das ganze Siegel mal auf. Immer hier bei Panini aus Papier. Hier sind noch Hinweise, glaube ich, dass die Limited Editions nicht zur regulären Kollektion gehören. Ja, und hier haben wir die Big Tin. Das kommt auf die Seite und drei Karten haben wir hier und 5 Päckchen müssen hier drin sein. Und dann ist das Ganze auch schon leer. So, das geht auf die Seite. Und hier haben wir unsere 5 Päckchen. 1, 2, 3, 4, 5 Päckchen. Die Karten gibt es auch zum Schluss dann, würde ich mal sagen. Oder auch so behaupten. Und wir beginnen mit dem Booster mit Lewandowski, Granit Xhaka und einem Ukrainer. Die Verteilungen natürlich für die, die sie noch nicht kennen, könnt ihr gerne auf Pause drücken oder pausieren. Und natürlich gleich weiter gucken, weil es geht los mit dem ersten Booster. So, João Cancelo für die Portugiesen, dann Ampadu für Wales, Rabiot für Frankreich, Yusuf Paulsen für Dänemark, Miranchuk für Russland, Willi Orban für die Ungarn, ein Online-Code, dann ein Defender Martin Hinteregger für die Österreicher als Defensive Rock und die Dänemark Second Skin-Karte. So, zweiter Booster. Haben wir Luc de Jong für die Niederländer, McBurnie für die Schotten, Ansu Fati für Spanien, Alioski für Mazedonien, Hydra für die Tschechen. Dann haben wir hier einen Online-Code, ein Torhüter und zwar Kasper Schmeichel als Goldstopper. Mittelfeldspieler Kamavinga und Kanté als Maestro and Prodigy und wieder ein Defender Stefan Ristovski als Fans Favorite. So, dritter Booster. Haben wir hier Lyndon Dykes für Schottland, Akanji für die Schweiz, Karaman für die Türken, Pau Torres für Spanien, Ramsey für Wales, Nikolov für Mazedonien, ein Online-Code, Stürmer, Secret Hero Timo Pukki für die Finnländer und Sebastian Larsson als Fans Favorite. So, schon der vierte Booster. Haben wir hier Perwan für die Österreicher, Draxler für Deutschland, Petkovic für Kroatien, David De Gea für Spanien, Harry Wilson für Wales, ein Euro-Topmaster und zwar Robert Lewandowski für die Polen, dann Online-Code,
Defender Victor Nilsson Lindelöf als Defensive Rock und Kader Rabek als Fans Favorite für die Tschechen. So, fünfter und letzter Booster für dieses Unboxing haben wir hier Memphis Depay für die Niederländer, Sobol für Ukraine, Morata für Spanien, Martial für Frankreich, Kulusevski für Schweden, Bednarek für Polen, Stürmer Isak und Berg, Maestro and Prodigy und Stürmer Breel Embolo. Grüße gehen an Hendrik Schuster raus. Breel Embolo BE7 als Fans Favorite. So, und unsere drei Special Karten sind einmal die Limited Edition Gold Coin Karte, dann Cristiano Ronaldo Limited Edition und Euro Topmaster Kevin De Bruyne. Ja, und damit soll es das auch schon gewesen sein mit unserem Big Tin Unboxing von der UEFA Euro 2020-2021 Kickoff Edition. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal, eure Kartenwelt.